Beim YouTube-Videos schauen vergeht die Zeit echt wie im Flug. Das ist zwar auf der einen Seite ziemlich cool, aber mich zumindest nervt es manchmal auch, wenn ich irgendwann merke, oh oh, ich habe schon wieder mega viel Zeit damit verbracht, mir irgendwelche Videos anzuschauen. Wie man das Problem vermeiden kann und noch ein paar andere Tipps und Tricks, die man in den YouTube-Einstellungen vornehmen kann, zeige ich euch heute im Video. Gehen wir als erstes mal das große Problem an, dass man von YouTube nicht mehr loskommt. Da gibt es zwei einfache Einstellungen. Und zwar müsst ihr dazu in eure Einstellungen auf YouTube gehen. Und dann kann man sich von YouTube an eine Pause erinnern lassen. Ich schalte mir das hier ein und sage zum Beispiel, nach ungefähr 30 Minuten sollte mich YouTube mal daran erinnern, dass ich vielleicht noch was anderes vorhabe heute. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Mein zweiter Tipp für euch ist, das Autoplay auszustellen. Autoplay ist genau das, das dafür sorgt, dass wenn ein Video fertig gelaufen ist, direkt das nächste anfängt. Und das macht es super schwer auszuschalten. Stellt man sich das aus, kann man vielleicht eher nach jedem Video abschalten. Das Ganze mit dem Autoplay ausstellen, das geht auch auf der Startseite direkt bei den Videos. Zeige ich euch nachher noch, wie das funktioniert. Noch ein kleiner Bonustipp: Wenn es euch nervt, dass ihr immer wieder Benachrichtigungen von YouTube bekommt, also die dann auf eurem Startbildschirm aufpoppen, dann könnt ihr das auch hier bei Benachrichtigungen ausstellen. Wie stellt man das Autoplay auf der Startseite oder bei den Videos aus? Ganz einfach, ihr seht, ich schaue hier gerade ein Video und hier unten habe ich diese Funktion Autoplay. Hier könnte ich sie jetzt wieder anschalten. Ich mache sie zur Sicherheit aber einfach wieder aus. Was auf YouTube noch ziemlich nervt, sind unpassende Videos oder Kommentare, weil sie zum Beispiel Hass oder Gewalt enthalten. Die kann man aber melden und dann werden die hoffentlich relativ bald von YouTube, von der Plattform entfernt. Wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt hier unter einem Video einen Kommentar, den finde ich zwar eigentlich völlig in Ordnung, aber ich will euch jetzt einfach nur an diesem Beispiel zeigen, wie man den melden kann. Und zwar seht ihr vielleicht die drei Punkte hier neben dem Kommentar. Wenn ich da drauf gehe, seht ihr auch schon dieses kleine Fähnchen mit Melden. Wenn ich das auswähle, erscheinen verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Warum möchte ich denn diesen Kommentar melden? Ist es zum Beispiel unerwünschte Werbung oder Spam oder ist es Hassrede oder Gewalt? Je nachdem könnte ich das Ganze auswählen und dann auf Melden klicken. Wenn ihr auf YouTube auf ein Video stoßt, bei dem ihr sagt, das gehört hier eigentlich nicht hin, auch das könnt ihr ganz einfach melden und zwar in dieser Übersicht hier. Dafür klickt ihr einfach auf die drei Punkte und dann wieder auf das Fähnchen mit Melden. Und jetzt könnt ihr wieder auswählen, warum ihr der Meinung seid, dass dieses Video nicht auf YouTube gehört. Vielleicht ja, weil pornografische Inhalte zu sehen sind. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind eigentlich pornografische Inhalte? Kein Problem, dazu haben wir auch ein Video gemacht, das haben wir euch in der Infobox verlinkt. Auch wenn euch beim Schauen eines Videos auffällt, das gehört eigentlich nicht auf YouTube, dann könnt ihr dieses Video auch direkt melden. Und zwar, indem ihr einmal aufs Video tippt, auch da erscheinen die drei Punkte. Auch hier könnt ihr wieder draufklicken und wieder auf Melden und dann eben auswählen, warum. Also ich finde ja, diese Tipps und Einstellungen sind echt super easy umzusetzen und sie können aber wirklich dafür sorgen, dass es auf YouTube weniger unpassende Videos und auch blöde Kommentare gibt. Außerdem können sie natürlich auch dabei helfen, dass ihr und ich auch weniger Probleme damit haben, dass wir zu viel Zeit auf YouTube verbringen. Also probiert die Einstellung doch einfach gleich mal aus. Wenn ihr gerade sowieso auf YouTube seid, dann nehmt euch doch noch kurz für den Handysektor Abonnieren-Button Zeit.